Und willkommen zurück bei Wind Waker. Beim letzten Mal haben wir die tantopischen Bäume wiederbelebt. Oder wachsen lassen, besser gesagt. Ja, und dafür ein Herzteil bekommen. Jetzt fehlen uns noch zwei ganze Herzcontainer. Und wir müssen immer noch fliegende Hände abklappern. Also würde ich sagen, fahren wir erstmal wieder nach Süden zurück zur Mutter-Kind-Insel. Ich glaube, da gab es auch noch einen großen Schatz, oder? Weiß nicht, ich habe gerade eine Nee, nee, den großen Schatz hatten wir, glaube ich. Ja, haben wir. Ja. Aber auf jeden Fall ist dann fliegende Händler, den wir nerven können. Da! 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 Möwe! Was? Ja, was? Ne, da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun mit den fliegenden Händlern. Gibt ja, wie wir wissen, drei Stück. Wir haben auch schon ein bisschen getauscht. Aber um absolut alles von den fliegenden Händlern zu bekommen, müssen wir halt leider noch ein kleines bisschen zwischen den hin und her reisen. Ja. Aber was soll's. Da können wir unsere Rubine sogar nachher für richtig sinnlose Sachen ausgeben. Nicht, dass wir das nicht so auch könnten, wenn wir wollten, aber wir tun's nicht. Ja, wir können zum Beispiel das Kaboom-Spiel spielen. Ich wollte gerade B drücken, aber du kannst das hier aber leider nicht benutzen, sagt Mittinger. Warum das denn nicht? Was? Ah, jetzt kann ich. Mein Meer und Sand. Ah. Tingel, Tingel, Meer und Sand zeigen Herfes Schicksal. Die absolute Katastrophe. Und leider irrt sich Tingel nie. Schon wieder. Ja, das kann er ruhig noch ein paar Mal machen, solange wir sowieso nur im Boot unterwegs sind. Ja. Dann haben wir wenigstens, wenn wir das nächste Mal wirklich Gegner vor uns haben, eine bessere Chance, was auch nichts zu bekommen. Ja. Ja, hier vorne ist er ja. Einer der Geronen. Was ist ein Gerone? Ja, das wussten wir ja noch gar nicht. Haben wir auch noch gar nicht schon mal gezeigt mit dem Dekoblatt. Ja, das ist der Schwarzmagier-Geron. Ja, ne, dann hol mal deine drei Items raus. Die anderen beiden haben wir schon mit ihm getauscht. Das stimmt. Fehlt aber noch die Südwindblume, die haben wir mit ihm noch nicht getauscht. Hier, guck mal, eine Südwindblume. Das ist ja eine Südwindblume. Dafür gebe ich dir ein Windrad. Na, was sagst du? Klingt gut. Lass uns tauschen. So, jetzt müssen wir uns allerdings noch über eine kleine Bearbeitungsgebühr unterhalten, die ich leider von dir verlangen muss. Dein Tauschgegenstand ist ja recht abgenutzt, Arsch. Aber mit 55 Rubinen ist die Differenz wohl beglichen, sage ich jetzt mal so. Diese Südwindblume ist noch nicht mal 55 Rubine wert. Was labert der Kerl für Mist? Na, aber na gut. Wir wollen's ja haben. Besten Dank. Gut, ich gebe dir jetzt deinen Teil des Handels. Also strecke bitte deine Hand aus. Weißt du, könntest uns die Sachen noch einfach so verkaufen. Hast jetzt ein Windrad erhalten? Ja, dann gib ihm direkt mal das Windrad zurück. Das Rad dreht sich im Wind. Bla bla bla. Hast du einen Platz gefunden, an dem es sich gut machen würde? Bla 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 bla. So ein Glück. Großartig. Damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen zwischen uns geschlossen. Wir haben mit dir schon mal gehandelt. Und Kraft dieses Handelsabkommens werde ich von nun an meine Waren zum Stand... was? Achso, zu dem Stand in Portemonnaie liefern lassen. Immer wieder eine Freude. Keine Rubine in den Blumen. Hat er alle schon geklaut. Ja. Hier ist ein Windrad. Das ist ja ein Windrad. Dafür gebe ich dir eine Südwindblume. Na, nein, was danke. Sagst du? Bist du dir sicher? Bla 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 bla. Ja, ich bin mir sicher. Der wollte uns unsere abgenutzte Südwindblume wiedergeben. Die und hätte wahrscheinlich noch Geld für verlangt. Ja. Ja, ne? Dann würde ich sagen, als nächstes wirbeln wir mal los. Denn als nächstes müssen wir zur Isla Bomba. Ja. Wo ist denn nochmal die Isla Bomba überhaupt? Die Isla Bomba war irgendwo hier rechts, glaube ich. Na, wirbeln wir mal dahin. Wir wirbeln mal nach Zantopia und dann gucken wir mal auf die Karte, wo die eigentlich ist. Ja. Andersrum wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, aber so bin ich nun mal. Seit wann machen wir Sachen in sinnvoller Reihenfolge? Gutes Argument. Ich erinnere nur daran, wie wir von Tantopia losgezogen sind, um die Feuer- und Eispfeile zu, um die Eisinsel zu suchen. Okay, das war auch meine Schuld. Flugfelsinsel, Greifenhausen, Isla Bomba. Ah, sehr schön. Nicht weit. Und natürlich wieder genau entgegengesetzte Windrichtung. Ich hätte echt zu egal. Zumbergötter wirbeln sollen, mach aber jetzt... Norden und los. Jetzt lohnt es ja halt auch nicht mehr. La, la, la. Wupp. Nach Norden ist sogar eigentlich nicht schlecht, denn ich weiß, dass das nächste Ziel, das wir anfliegen müssen, auch wirklich Nordwind brauchen wird. Huhu, wir müssen einmal dann nicht den Wind ändern, nachdem wir geflogen sind. Ja. Das ist ja Premiere seit was weiß ich wie vielen Folgen. Ja. Ich glaube, auf der Isla Bomba können wir noch mehr machen, als zu tauschen, ne? Ich glaube, da gibt's noch was, ja. Ich
meine, auf der Isla Bomba. Nee, war auf der Isla Bomba so eine Sch. Nee, war nicht. Ich weiß gar nicht, was auf der Isla Bomba war, aber irgendwas können wir da noch machen, was wir noch nicht machen konnten. Ja. Werden wir gleich sehen, wenn wir da sind. Die La Bomba-Insel. Ich meine, als wir das letzte Mal da waren, hatten wir einfach noch keine Bomben dafür oder sowas. Das kann sein. Was irgendwie Ironie des Schicksals ist, dass man auf der Isla Bomba vorbeikommt, ohne Bomben zu haben. Da vorne könnten wir einen Schatz heben, aber ich glaube, wir lassen es, oder? Wir haben 4398 Rubine. Auch wenn die Händler eine Menge Geld haben wollen, so viel werden sie dann auch wieder nicht annehmen können. Oh, ein großer Schatz. Ein großer Schatz, das ist gut. Südlich von hier liegt übrigens Tantopia. Angeblich soll man da mit Blättern fliegen können. Ach, Ding. Angeblich. Ja, da vorne ist nämlich ein Fels, auf dem wir nicht sprengen konnten, als wir das erste Mal hier waren. Weil Tinge sich dagegen stellt und wir noch keine Bomben hatten. Wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Funk, funk, funk. Ja, ist ja verschlüsselt. Ja. Funk, funk, verschlüsselt. So, welche ist es denn? Nein, nein. Wir haben echt nach einem leinigen Feenkordial noch nichts gehoben, sehe ich. In der Tat. Da, wir stehen so gut wie genau drauf. 20. Ich muss aber eine Vollbremsung machen. Ja, perfekt. War eine gute Vollbremse, muss ich. Wirklich, besser konntest du gar nicht stehen. Ja. Rupp. So, was würde es hier geben? Würde es ein Herzteil sein? Werden es 200 Rubine sein? Würde es eine andere gammelige Karte sein? Ich vermute mal wieder 200 Rubine. Es sind... Sein Herzteil. Oh, es ist ein Herzteil. Yeah. Die Herzteile fügen sich zu einem weiteren Herzcontainer zusammen. Wuhu. Wunderhübsch. Ja, dann geh doch mal auf die Isla Bomba und guck mal, was sich da oben unter dem großen Felsen befindet. Aber erstmal tauschen wir mit dem Kerl hier vorne, der jetzt sowieso direkt vor uns steht. Psst, wie ein Creeper. Ja. Bam! Ja, die da unten brauchst du wirklich nicht sprengen. Das konnte ich auch schon mit Tingelbomben machen, als wir das erste Mal hier waren. Ja, da haben wir noch keine Pfeile bekommen. Wunderbar. Das war jetzt das Argument schlechthin. Komm, tausch mal hier mit dem Kollegen hier. Ich hoffe, oh, der läuft sogar. Ich hoffe, dem hatten wir schon mal eine Südwindblume angeboten oder er gibt uns nichts Neues für eine Südwindblume. Mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee, deswegen tauscht er noch nicht mal mit uns. Kenne ich dich irgendwoher? Oder doch nicht? Was hat der denn für einen komischen Hut auf? Ich bin ein fliegender Händler und ich streife die Lande immer auf der Suche nach seltenen und einzigartigen Waren. 30 Jahre lang träumte ich nun schon davon, eines schönen Tages einmal meinen eigenen Stand eröffnen zu können. Dann mach einen auf. Ich glaube, der hat mal an einem Töpferkurs teilgenommen und das Ganze ist nichts geworden. Jetzt trägt das als Hut. Ich glaube auch. Ich meine, der Kollege in Portmonnaie wollte auch einen Stand aufmachen mit nichts anderem als einem hässlichen Laken, das er uns verkaufte für 80 Rubine. Egal ob Regen oder Sonne, ich suche unermüdlich nach raren Waren. Raren Waren, ha! Wo wir gerade dabei sind, in deiner Posttasche da, vermute ich also einige Raritäten und Kleinode. Solltest du etwas dabei haben, das sich gut an einem Stand machen würde, dann lass uns doch tauschen. Okay. Ich habe einige feine Sachen dabei. Wenn du also etwas tauschen möchtest, zeig es mir doch einfach. Ja, dann gib mir mal das Windrad und vielleicht auch die anderen beiden Blumen. Wir haben ihm ja noch nichts gegeben. Ja, aber da kriegen wir nichts Besseres mehr von. Das ist ja ein Windrad? Ja, das sieht man relativ gut. Dafür gebe ich dir eine Mondsichelfahne. Was sagst du? Also besser als das Windrad ist es auf jeden Fall. Nein, danke. Außerdem bekomme ich noch eine kleine Bearbeitungsgebühr. Naja, 40 Rubine scheinen mir da durchaus angebracht. Natürlich. Ja gut, die Fahne ist tatsächlich besser als das Windrad. Ja, wohlgemerkt. Besten Dank. Dann sind wir uns ja einig. Gut, ich gebe dir jetzt deinen Teil des Handels, also streck bitte deine Hand aus. Standardtext. Badadada, du hast eine Mondsichelfahne erhalten. Die knallrote Mondsichel ist ein absoluter Blickfang. Woo! Hast du einen Platz gefunden, an dem es sich gut machen würde? Wähle ein Item in die Posttasche aus, lege sie auf YZX. Hey! Nun gut, damit wäre unser Geschäft abgewickelt und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen zwischen uns geschlossen. Und Kraft dieses Handelsabkommens werde ich von nun an meine Waren zu dem Stand in Portemonnaie liefern lassen. Keine Sorge, ein Bekannter von mir ist Postbote, die Waren sind also im Flügelschlag im Portemonnaie. Ha! Wenn du das nächste Mal da bist, vergewissere dich doch selbst. Also dann, es ist mir immer wieder eine Freude. Offensichtlich haben alle fliegenden Händler Postboten als Freunde. Ja. Ja, ne, dann jetzt... Die Postboten sind auch unsere Freunde. Ja, jetzt aber mal gucken wir, was sich hier unter diesem Ding befindet. Ah ja, ich glaube, sonst hatten wir so ein großes Ding nur auf dem Feenkordial, ne? Also auf der Feenquelle in Tan...
Quatsch. Was rede ich denn hier für einen Müll? Auf der Feenquelle in Präludien hatten wir auch so einen großen Felsblock. Ja. Da war eine Fee drunter, die uns ganz viel Geld gegeben hat. Und sonst, glaube ich, nur auf Draconia noch unter der verschlossenen Quelle. Hier sieht sehr lava-ig aus. Ja, wo alle zu faul waren, den Stein wegzuräumen. Boah, das war schwer, die Tür aufzumachen. Bang, darp. Da vorne ist wieder so ein Viech, das du da drauflegen musst. Ja, ich hab's gesehen. Hallo, Viech. Schlag ins Gesicht. Bam. Ja, ne? Das kennen wir ja schon, das Rätsel aus dem Draco-Sanktuarium. Hallo Nummer 2. Geh weg. Aus dem ersten Dungeon. Ja, technisch gesehen. Es war ja, technisch gesehen der erste Dungeon. Kann man streiten. Das ist eigentlich die verwunschene Bastion. Kann man streiten. So, was haben wir da vorne? Einen schmalen Grat. Der schmale Grat. Ja. So hieß, glaube ich, ein Minispiel in Mario Party. Ja. Und damit haben wir Nummer 1, Nummer 2. Hä? Geht das jetzt auf Zeit oder was? Ich schätze mal, ja. Und so hat mit der Zeit nicht besonders gut. Kann dir leider keinen Tingelballon geben. Ja. Kannst ja die Eisenstiefel anziehen, bist zwar langsamer, geht vielleicht leid. Oh, ist sogar noch aus. Das macht die Sache deutlich simpler. Ja. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass der Schalter wieder deaktiviert. So ist da ja überhaupt keine Herausforderung drin, was zur Hölle. Ja, die muss jetzt offensichtlich in die Flammen schmeißen. Huh! Ja, Nummer 1. Ja, aber Leute, nicht getroffen. Also nicht den Schalter getroffen. Werden wir gleich merken, wenn du Nummer 2 reingeworfen hast. Lalalala. Bam, Nummer 2. Der hat definitiv nicht getroffen. Ja, da ist Nummer 1 wieder. Hallo Nummer 1. Ja, dann wirf den nochmal drauf. Okay. Nee, das ist Nummer 1. Ja, der setzt. Diesmal aber. So, und... Ach komm, mach die Beißerchen auf. Brav. Nein. Ach, böse. Aber der andere ist noch deaktiviert, das heißt, du musst die Schalter nur einmal treffen. Ja, scheinbar. Geht nicht auf Zeit, zum Glück. Ja, jetzt müssen wir an dem irgendwie vorbeischlängeln. Oh, das war... Ne, und so weiter. Das war jetzt irgendwie schwachsinnig. Komm her. Lalalala. Komm ein bisschen weiter hier raus. Komm. Kannst du nicht einfach den Bumerang benutzen, dann fliegen die nicht so weit. Bang. Bank. War aber knapp. So, jetzt nächster Wurf. Hoffentlich der letzte Wurf. Nein. Was? Okay. Okay. Wir haben irgendwie eine Herausforderung nicht bemerkt, aber trotzdem überstanden. Wie auch immer, es hat funktioniert. Das war gut. Ja. Ja, und hier drin finden wir ein weiteres Herzteil. Zwei dahin, noch zwei im Sinn. Also finden wir noch 290 Energie um 1. Fehlen uns noch anderthalb Herzcontainer. Ja, die einfache Methode raus. Ja. Ich hab zwar nicht so das Gefühl, dass du das so machen wolltest, aber... Nee, aber ist trotzdem eine Abkürzung. Ja. So, jetzt aber raus hier. Ja. Damit müssen wir jetzt eigentlich nur noch den fliegenden Händler, glaube ich, nochmal besuchen. Ansonsten haben wir alles auf der Isla Bomba erledigt. Ich glaube, den müssen wir sogar nicht mehr besuchen. Ich glaube, wir können aber jetzt alle... Tausche abrichten, ohne dass wir nochmal unbedingt zu ihm hin müssen. Oh, du hast recht. Ja. Das heißt, wir sind auf der Isla Bomba komplett fertig. Da haben wir verdammt viel auf der Isla Bomba in kurzer Zeit gemacht. Das dummste Wasser ist fertig. Zum gewöhnlichen Wasser geworden. Interessant. Weg damit. Tschüss, dein tropisches Wasser. Endlich raus aus der Flasche. Ja. Ja. Ne? Unser nächstes Ziel ist dann Ichthusk. Den Händler mal wieder in Ichthusk besuchen. Müssen wir den als nächstes besuchen? Weiß ich nicht. Nee, als nächstes ist Mutter-Kind-Insel dran. Wir müssen aber trotzdem noch Ichthusk wirbeln, weil die Mutter-Kind-Insel halt... Ja, leider kein so besonders guter Wirbelpunkt ist. Ja. Es sei denn, wir wollen mal wieder mit der Königin der Feen sprechen. Warum macht die Königin der Feen für uns die ganzen Tausche? Das ginge wahrscheinlich viel schneller. Sehr wahr. Wenn Zyklus uns nicht einfach nur 8 Wirbelpunkte anbieten würde, wäre das auch schneller. Ja. Oder irgendwie einen zweiten auf der Mutter-Kind-Insel, die irgendwie draußen ist.
Der zweite Wirbelpunkt. Ja, während wir jetzt unterwegs nach im Norden sind, können wir auch eigentlich direkt in dem nächsten Planquadrat die Kanonenboote alle versenken. Das haben wir nämlich beim letzten Mal nicht gemacht, müssten wir aber eigentlich. Ja. Und da vorne springt übrigens dein Freund. Der Fisch! Fisch! Ja, den wir leider nicht mehr füttern müssen. Was ist leider? Leider, leider. Ja, kein Hallo, Jungchen! Ja, das heißt, wir kriegen keinen Standardtext, bla, mehr. Kein Standardtext, Seekarte, bla. Ja, la, 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 la. Da schwimmen übrigens ein paar Fässer. Schnapp sie dir, wenn sie auftauchen. Wunderbar, ein ganzer Rubin. Und ein Herz. Ja. Da sind wir richtig reich durch geworden. Zumindest reich an Herz. Ja. Aha. Wir sind reiche der Herzen. Aha. Oder so. Ja, wenn man dem Ex-Armen glaubt, sind wir mit den Totenkopfketten, die wir besitzen, extrem reich. Aber ich weiß nicht, wo wir die so teuer verscherbeln sollten. Wir sind halt nicht er. Ich habe nun mal nicht immer was zu sagen, sagt Tinge. Ach ja, seit wann? Das ist mir neu. Kanonenboote, versenkt sie. Tinge, Tinge. Meer und Sand, Schützherrfee mit starker Hand. Ja, irgendwie sind alle Kanonenboote schon tot, aber trotzdem nett. Ich werde dich beschützen. Ich sehe so, glücklicherweise ist es bei Kanonenbooten ja recht einfach zu sehen, wo sie ihre Schätze hinterlassen haben. Warst du zufrieden mit deinem Bodyguard, Tinge? Jederzeit wieder. Er ist auf und dann nieder. Möwe im Hintergrund, stillstehend. Da, 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 da. Kugel im Vordergrund, ebenfalls stillstehend. Ich wünschte, auch die normalen Schätze hätten so eine Kugel drüber schweben, um zu sehen, wo die sind. Das würde alles viel einfacher machen. Das ist einmal ein orangener Rubin. Yay! Könntest vor Freude Luftsprünge machen. So, oder sein lassen. Vorne ist noch ein Schatz. Ist er auch markiert durch eine Kugel? Ist er denn keine Kugel? Doch, da ist eine Kugel. Schon gut. Ist aber auch nützlich, mein Gott. Ja. Okay, der war irgendwie weniger tief als der letzte. Ja, das Meer scheint da einen großen Höhenunterschied zu haben. In diesem kleinen Stück hier. Wahrscheinlich. Wir haben gerade Korallen zerstört. Und ein Herzteil gefunden. Nein, noch eins im Sinn. Es findet noch eins als Energie um eins. Das ist irgendwie merkwürdig platziert, dieses Herzteil. Ja. Weil halt jedes Kanonenboot so einen Schatz hinterlässt. Und Mutter Kind ist jetzt da vorne rechts. Ja. Immer recht gut zu erkennen auf der Karte. Ja. Und unterwegs ist ein Terry. Könnt ihr eigentlich eben halten und einkaufen, wenn wir gerade unterwegs sind. Das ist aber der Super Terry. Also Super Terry? Ja, hier auf der Insel ist der Super Terry, das heißt einkaufen ist nicht drin. Stimmt, der verkauft nichts mehr, seitdem wir alles aufgekauft haben. Ja, seit wir seine Schatzkarte, seine Flasche und sein Herzteil gekauft haben, verkauft er irgendwie nichts mehr. No. Ärgerlich. Ja, gemeiner Terry. Naja. Will keinen Umsatz machen, der Mann. Ja. Dabei hätten wir hier 4000 Rubine auszugeben. Ja. Na gut, ein paar brauchen wir noch für Dinge. Ja, und ein paar für die Händler. Ja, aber nicht so viele. Ja, wir hätten sicherlich noch irgendwie 3500 oder so, um auszugeben. Sehr wahr, sehr wahr. Da ist etwas Hartes. Da ist ein Triforce-Tipp. Nordwesti von der liegt die verwunschene Bastion. Bla bla, den Spruch haben wir gerade eben schon gehört. Das ist ein Wahnsinn, toller Triforce-Tipp. Wahnsinn, was Tingle alles weiß, nicht wahr? Ja, Wahnsinn. Ja, dann gib ihm mal unsere tolle Flagge und guck mal, was er uns dieses Mal dafür Mistiges andrehen will. Ich hoffe, wir mussten hier jetzt nicht extra noch irgendwie, was anderes mitbringen. Blauschleim, töte ihn! Geht da nicht. Kannst du nicht einfach den blauen Schleim nicht töten? Oh, ich kann vieles. Hier. Wow. Nimm diese Mondsichelflagge. Das ist ja eine Mondsichelfahne! Dafür gebe ich dir eine Petri-Heilfahne. Na, was sagst du? Lass ja, will ich haben. Tauschen. Eine Petri-Heilfahne, die jetzt ich müssen wir uns allerdings noch über eine kleine Bearbeitungsgebühr unterhalten, die ich leider von dir verlangen muss. Dein Tauschgegenstand ist ja sehr abgenutzt. 85 Rubin ist die Differenz wohl beglichen. Also der hat sie wohl noch nicht alle. Besten Dank. Ja, komm, das ist alles Standardtext inzwischen. Ja. Da, 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 da. So, Petri-Heilfahne erhalten. Diese Fahne wird von Fischern eines fernen Landes benutzt und soll für einen guten Fang sorgen. Da ist auch ein Schwertfisch drauf. Hast du einen Fangplatz gefunden? Bla, 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 Glück und so weiter. Großartig Handelsabkommen, bla. Immer wieder eine Freude bla. Und so weiter und so fort. Bam! Und er hinterlässt uns 20 Rubine. Brav. Ja, und dann würde ich sagen, wirbeln wir zurück nach Ichthusk.
Ja. Um dem Händler dort unsere schöne, neu erworbene Petri-Heilfahne zu geben. Petri-Heilfahne, ehrlich mal. Ja, warum nicht? Sup, sup. Ichthus. Ichthus, gewirbeln. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. An dem Wirbelpunkt nach Ichthus. Ja, das ist, ja, lange, lange, Stunden lange ist und her. Stunden ist es her. Und ja, ich dachte schon, das Spiel wäre jetzt abgeschmiert oder so, so ein langer weißer Bildschirm. Ja, dann zu dem fliegenden Händler hier auf der Insel. Wupp, ist ja zum Glück nicht sonderlich schwer zu finden. Was ich tue? Ja, und der fliegende Händler. Sowohl als auch. Beides gut versteckt. Vom Warp-Punkt aus. Da vorne ist übrigens ein Terry. Terry, verkaufst du Bomben? Wenn der jetzt Bomben verkauft, dann würde ich sagen, kauf mal eben einfach massig Bomben ein. Wenn wir sowieso gerade mehr sind. Wir werden ihn sowieso sonst nicht mehr brauchen. Pfeile, auch gut. Pfeile ist sogar noch besser. Und rote Elixier, kannst du das rote Elixier auch noch kaufen. Kannst alles kaufen, was er hier verkauft. Sie haben zurzeit bereits 43 Punkte gesammelt. Wenn sie fleißig weiter sammeln, gibt es einen Bonus. Hä? Ich bin zu weit nach rechts gegangen. Achso. Okay, jetzt aber. Rotes Elixier. Na, hört auf. Dein rotes Elixier halten. Das ist schon lange her, dass wir ein rotes Elixier in der Flasche hatten. Hatten wir mal eins? Thank you! Ich glaube, wir hatten noch nie eins. Hey, wir haben ein rotes Elixier in unserer Flasche. 45 Punkte gesammelt. Können wir noch Pfeile kaufen? Nee, mehr können wir nicht tragen. Können wir noch Pfeile kaufen? Nein. Ja, dann verbrauch eben mal Pfeile und Bomben und trink das rote Elixier und dann kaufen wir weiter ein. Ja, komm. Rüste mal eben noch die ganzen Dinger aus. Rink, rink. Ich will nicht was rot. Wirf doch nur eine, du brauchst nur eine werfen. Willst du jetzt wirklich 30 Bomben werfen? Auch wieder wahr. Und wie gesagt, das rote Elixier kannst du auch trinken. Bye. Auch wieder wahr. Das kann ich ihnen nicht abkaufen. Ich nehme die Sache aus ihrer Beutetasche. Musst du draußen machen oder weiter von ihm weggehen. Yeah, das will ich nicht trinken. Ekler. So, und dann können wir jedes Mal 3 Punkte abstauben hier bei dem Terry. Haben wir sogar einen richtig guten Terry, um Punkte abzustauben. Thank you! Thank you! So, und bye! Ja, nach draußen. Ja, und dann sehen wir uns, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter Terry Rubine in den Arsch blasen, im wahrsten Sinne. Ja, bis dahin. Ciao! Aloha!